Ja Leute, und da sind wir wieder im Let's Play Together. Mein Name ist Project hier und... Ruhe! Verpasst deinen Einsatz! Exo! Hallo, man hört dich nicht. Der rennt vor uns. Ich wollte jetzt nur die Ausnahme sein. Ach so, okay, also... dann einfach fail nochmal, also... Hallo Leute, willkommen zurück im Let's Play Together. Mein Name ist Project hier und... Papers Alliance! Und... Exorax, der sich nicht melden möchte. Er ist einfach nur so schüchtern. Ja, genau. Das sind halt Mädchen in seinem Alter. Das bist du, ey. Ey, was hab ich jetzt hier ein Holz in der Hand? Tja. Ich schmeiß es dir entgegen. Das Holz beschreibt deinen Charakter. Holzkopf. Genau. Ey, was schmeißt du mir das jetzt wieder hin? Ja, weil ich es nicht brauch. Ich auch genauso wenig. Was wollte ich eigentlich dieses Mal machen in der Aufnahmesession? Die Monsterfalle zu Ende bauen. Wir müssen auch noch das Haus, die Küche ein bisschen weiter runtersetzen, ne? Ja, ich muss alles runtersetzen, das wollte ich ja machen, weil die Gebäude wollte ich fertig machen. Ja, die Monsterfalle soll ich zu Ende bauen. Oh Gott. Dann muss ich ja in die Außenwelt. Oh mein Gott! Da wo frische Luft ist. Notch. Ich habe doch das letzte Mal so viele Pilze gesammelt, die sind jetzt alle weg. Stoll. Ist da einer ein Pole? Du weißt schon, dass ich dir nichts klauen kann, wenn du offline bist, du Vogel. Sprinte um dein Leben! Autsch. Ups, das war vielleicht ein bisschen blöd. Das Haupthaus müsste dann ja groß genug sein. Oh Gott, hier unten in der Monsterfalle sind Endermans gespawnt, ey. Die haben ja die halbe Monsterfalle auseinandergenommen. Drecksviecher, ey. Boah, das ist jetzt richtig gemein, wenn die das auseinandernehmen. Kann man den Enderman irgendwie abschalten mit einem Plugin? Doch, das Plugin heißt No Endermans. Ja, dann installier das doch. Mach ich dann für die nächste Aufnahmesession. Da ist hier Cobblestone abbauen und die Scheiße reparieren, ey. Ich diese Viecher verabscheue. Zuerst dachte ich ja gut, die Viecher sind ganz lustig. Aber langsam sind die ja schlimmer als solche kleinen Griefer-Kiddies, ey. Mama. Hier fehlt noch eine Kiste bei dem Hühnerbrot. Dingsbums. Hühnerbrot? Brot! Brot, nein. Also. Was, du willst ein Brot? Ja. Ach komm, Hassi, willst du mal wieder richtig hart von hinten, ne? Wir nehmen gerade auf. Ja und? Ja, er will's doch. Wir haben nur die Wahrheit gesagt. Die Leute wollen doch auch mal ein bisschen Unterhaltung. Ob Sinn oder nicht. Unterhaltung bleibt Unterhaltung. Fail. Wo ist Sand? Nein, nicht Holz. Boah, meine Eltern sind da gerade am rumbrüllen, warum auch immer. Das ist schlimm, ey. Ah, hör auf, du Muschi! Nein, Spaß. So. Ach ja, passt die Wehe. Du tust die Kisten wieder unordentlich machen, ich sag's dir. Ich sag ja bloß. Weil ich hab die Kisten in der letzten Aufnahme ist ja schon bestimmt 15 Minuten lang geordnet. Ja, ich sag nur geordnet. Guck mal, hier ist Essenskiste und da ist Dings drinne. Rail. Och Junge, die Schilder sind doch nicht mehr aktuell. Lebst du? Wo dann? Wie gesagt, die Schilder sind nicht mehr aktuell, das heißt, alles was auf den Schildern liest, stimmt nicht mehr. Naja, der Großteil. Pepperzeige Holz hacken. Chill doch mal, ich suche gerade, wo man. Ich will eine Kiste machen, wo man dann die Eier reinhauen kann. Hey. Da haben wir doch schon eine. Adi! So, nachdem wir einen kleinen Fail hatten, sind wir zurück. So. Ich muss mein Konzept mit der Monsterfalle noch mal ein bisschen über... WTF, wo kommst du jetzt schon wieder her? Wo kommst du jetzt schon wieder her? Du alter Neger, du. Alter, du nervst. Ey, hör es mal auf, du...
Ich versuche einfach denn? Mal ruhig zu bleiben. Ja, dieses dreckige Skelett, ey, nervt mich gerade ein bisschen. Es reizt mich gerade ein wenig. Es krault ja in den Eiern. Hör auf. Nicht im Let's Play. Das können wir gerne privat regeln. Was willst du immer mit den Zuschauern? Würdest du die Videos doch gar nicht machen? Okay, wir machen privat keine Liebe. Jetzt komm, weg mit den Schildern. Willst du mir mal die Eier graulen, dann will 666666666. Genau. Und verlang die Martha ans Telefon. Ich muss aber noch Haare waschen gehen, ey. Paper noch da? Paper! Hä? Okay, du Dönerbude bist also noch da. Ja, es hat gerade noch so Dings geklingelt am Haus hier. So, jetzt weiß ich. Jetzt hab ich Holz, jetzt muss ich daraus nur noch eine Kiste machen. Oh, Herrgott. Danke, Basti, für deine Diamantschaufel, die du mir gespendet hast. Fisch. Die kann ich gerade gut gebrauchen. Ey, Exe hat mich Fisch genannt. Ja, und? Walte deines Amtes. Nein, ich hab grad ne Kiste! Für die Dings. Okay, mach mir das lustige Spiel. Ich denke mal, er zahlt zwischen 1 und 10. Ja, ach so. Komm, soll ich denk mit einer, los. Ab kurz, ich tu nur noch die Kiste hin. Aber Exe, lass es, Mann. Korrekt. Das hätte jetzt nicht sein müssen, aber naja. Warum sind die Türen eigentlich immer so hoch? Weil wir das Dorf tiefer gelegt haben. Hä? Ja, genau. Also ich hab's tiefer gelegt. Was hast du flach gelegt? Ich hab Peters der flach gelegt. Wo ist der Zombie hier? Hier ist irgendwo ein Zombie. Also diesmal bin ich's nicht. Ich bin wie gesagt in der Monsterfalle und bin hier am Überdenken meines Konzeptes. Ja, und ich baue gerade das Haupthaus aus. Oh, da oben ist Eisen. Eisen, kommt sie mir in meine Tasche. Ich habe mir schon überlegt, den Portalraum abzubauen und da ein anderes Haus etwas zu versetzen. Mach halt. Ja, das ist halt, das ist dumm mit dem Obsidian abbauen. Ach, das stimmt. Ich habe mir überlegt, dafür mal kurz die magische Pickaxe zu benutzen. Ey, warum haust du dir das Holz raus? Was willst du? Was machst du da? Weil da noch eins lag. Ja, und verschwinde. Verschwinde, du Unwürdiger. So viele Felder sind das? 1, 2, 3, 4, 5. 5, ach du Heilige. Piep. Aber wie breit muss denn dieser Gang hier werden? Ey, ist ja krank. Du bist krank. Oh ja, Mann, ich bin krankhaft. Ich bin sexgestört. Dazu stehe ich. Hey, du. Fernsehkritik TV ist einfach nur das Geilste, was es gibt. Nein, Mann, das Beste war immer noch, wo der eine Fuzzi da gesagt hat auf so einer Presse, so, wo er gesagt hat, ich bin ein Nazi. Ja. Und dafür hat er jetzt übelst Ärger bekommen. Ich muss ja sagen, ich finde ja die neue Live-Moderatorin da am besten, die wo gesagt hat, Arbeit macht frei. Ja, genau. Von neuen Live. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die. Ja, neuen Live gibt's ja nicht mehr. Copyright ist abgelaufen. Stimmt. Dam, bam, bam. Es gibt nur noch LTR, aber der ist auch hoffentlich bald abgeschafft. Wer, was, neuen Live? Hä, was hab ich was verpasst? LTR. Du weißt schon, rückwärts gelesen. Die kleinen Spaten. Ich nehme mal wieder 40 Brote. Ich weiß, guck mal, ob ich die Küche auch versetze, etwa. Ich baue gerade das Haupthaus etwas aus, damit es schön aussieht. Wo ist der Zombie hier, verdammt? Achso, stimmt, ich habe noch gar kein Dach hier drauf gemacht. Aber wo ist der Zombie, ey? Ich höre es bis hierher stöhnen, also. Ja, nicht jetzt vielleicht auf die Art, wie es vielleicht manche denken könnten, aber
Die Sexlaut des brünftigen Zombos. Warum sind ja am Tag Zombies? Nein, was sind das Skelten? Weil sie es können vielleicht. Hammer. Weil sie es können und du nicht. Ja. Ah, jetzt habe ich ein Ding verkackt. Ah, Mann. Haben wir noch Glas am Platten? Stirbschwein. Keine Ahnung. Ich habe keine mehr gerade im Inventar, warum? Ich kann noch welche questen, ich habe nur 51 Blöcke. Aber wie viel Arbeit? Wir haben bestimmt jetzt, wenn man das alles zusammenzieht für den Cube, fast 4 Stunden gebraucht. Hammer. Vor allem, wir haben alles ehrlich gecheatet, außer ein Glasblock. Ehrlich, wir haben alles ehrlich gecheatet. Außer ein Glasblock, genau. Wir haben alles ehrlich gecraftet, außer ein Glasblock, den haben wir gecheatet. Das war ja der letzte Glasblock, der gefehlt hat. Na, ich habe ungefähr 20 gecheatet am Ende. Ja, aber das war aus Versehen. Du hast ja eigentlich nur einen gebraucht. Glaube ich, oder habe ich schon wieder eine Erinnerungslücke? Ich richte gerade unser Wohnhaus ein. Oh mein Gott, die Monsterfalle wird so riesig übertrieben, ey. Ey, diese Scheiß, wie heißen die nochmal? Die schwarzen Creeper. Endermans. Die haben hier ein Holz aus dem Ding rausgeklaut. Jetzt habe ich es gerade wieder reingesetzt. Ja, Notch ist voll der Fisch. Der labert ja, Endermans würden nichts klauen. Nein, Notch, also die können schon was klauen, aber Notch meinte, dass die nur Sachen klauen, was nicht vom Spieler platziert wurde. Man sieht, die griefen ja alles kaputt, ey. Das sind voll die nervigen Viecher. Oh, Creeper. Nicht zünden. Ja, die können ruhig zünden, passiert eh nichts. Ich will ja das Ding. Ah, oh, verreck. Ich dachte gerade, da kommt ein Zombie mir entgegengerannt. So hässlich bin ich jetzt auch nicht. Du hast den Standard-Skin. Der ist hässlich. Alter, wer macht da dauernd die Kisten auf und zu? Ich gucke hier gerade, wo man das Fleisch rein tut. Irgendwo in der Küche, du. String, oh. Fail. Monster S. Ja, Monster F. Ich war zu faul, Falle auszuschreiben. Kennst doch die Jugend von heute immer am Abkürzen. Hammer, oder? Wir sind viel zu faul, ey. Ey, P-A-K. Nein, jetzt habe ich keine Spitzhacke mehr. Komm. Verdammt. Amoka. Ich hab keine Axt mehr. Einfach nur Amoka, weißt du was? Amoka. Mehr nicht. Amoka lecken. Ach, ja, hast du erst mal gesehen, wie viel neues Eisen wir haben? Ich guck. Oh, schön. Guck mal gleich noch das Haupthaus an. Kann ich gleich machen. Ich bin nicht ganz fertig, aber. Passi, wann musst du dann losgehen? Ach so. Halt. Bis Jugendhaus an oder bevor Jugendhaus anfängt. Ja. Ich komme so, halt genau 16 Uhr muss ich da sein. Okay. Wenn du willst, kannst du mich ja noch vorher abholen, dann können wir ja zusammen hochlatschen. Können wir. Wusstest du, dass Netto kein Eiskaffee mehr hat? Nein! Ja, warum denn? Sag mal, warum? Keine Ahnung. War der einfach nur leer oder war wirklich keiner mehr da? Es gibt gar keinen. Also nicht mal mehr die Beschilderung dafür. Nee. Hey, wo bist du jetzt hin? Monstervolle. Was muss ich eingeben? Clash Monster F. Ah, wer hat sich's überlegt? Ich. Weil ich hab's doch gerade eben erst gesagt, weil ich zu voll bin, Monsterfalle auszuschreiben. Hä? Ich bin da auf dem Sand gelandet. Ganz normal. Lauf einfach
dort zu diesem Dirtfeld, was da am Rand ist, und spring dann durch das Loch durch. Dirt? Oh. Dirt. Oh. Warum ist er bei mir so... Wie heißen die nochmal? Vergessen wir den Namen. Was ist jetzt wahr? Wie viel Lapus Lazuli wir haben? So, funktioniert die Monsterfalle soweit? Ja. Also wenn, wenn meine Theorie jetzt aufgeht, dann müssten die Skelette hier runtergetrieben werden. Rein theoretisch. Oh, wie viel Eisen wir haben. Das ist schlimm, ey, wie wir gesuchtet haben. Jetzt muss ich genau überlegen, wie ich das aber mache. Geh mal weg, Paper-Style. Warum habe ich so viel Sand dabei? Gibt's doch nicht. Wie viele Monsterfallen haben wir jetzt schon gebaut? Eine. So. Nee, ich meine ich und Paddy. Oh Gott. Du gar keine. Er 100. Was machst du da? Ich höre immer nur dieses Platschgeräusch. Keine Ahnung, ich renne nur rum. Du rennst da rum wie so ein aufgescheuchtes Hühnchen, ey. Leck mich amok, geil. Jetzt machst du so Paper. Ach, geil, Project Caveman. Klau nicht meine Sprüche. Hey, du Affe, ey, Affe. Passi, weißt du schon, dass die Super Nanny abgesetzt werden sollte? Ja, ja. Ja. Die haben auf Bild.de abgestimmt. Und du wirst es nicht glauben. 52% sind dagegen, dass sie abgesetzt wird. Jetzt wissen sie das. Da sieht man mal wieder, wie verblödet Deutschland ist. Die Super Nanny gucken. Von RTL. Oh ja, Mann, ohne RTL krieg ich mein täglichen Orgasmus nicht. So. Wir machen uns da schon voll lustig drüber irgendwie. Ist halt so. Was ist RTL? Wie mache ich das jetzt? Nee. Scheiße, ich muss jetzt überlegen, wie ich das mit der Lava mache. Weil die Items dürfen halt auch nicht verbrennen. Ich bleib mal auf Standby. Nein! Passi? Hm? Was machst du da? Steht der da dumm in der Gegend rum, ey? Mach nichts Konstruktives. So, jetzt muss ich überlegen. Na ja, toll. Das war eine tolle Idee, Patrick. So. Jetzt. Wenn dort das Ding reinkommt. Naja, das muss anders sein. So, dort kommt die Lava rein. Die Lava? So, jetzt brauche ich noch ein Schild. Ja toll, ich habe natürlich kein Schild mehr. T slash Warp Dorf. Hat nicht noch zufällig jemand ein Schild, oder? Nein. Ja, hat nicht noch jemand zufällig Holz, oder? Nein, ich habe gerade eben alles für das Haupthaus verbraucht. Och, Junge. Ich brauche Holz. Ich guck dir mal wenigstens das Haupthaus an. Das bringt mir herzlich wenig, wenn ich jetzt Schilder brauche. Viel zu übertrieben. Ja toll, eine Axt haben wir auch keine mehr. Alter, jetzt muss ich auch noch hier von Hand. Ich habe noch zwei Eisenäxte. Dann werfen wir eine rüber. Nein, mach dir selber eine. Ja Junge, ich brauch die jetzt her damit, sonst wird die Monsterfalle nie fertig. Dann wird die halt nie fertig. Ja gut, kann mir recht sein. Okay, gut, dann bau was anderes. Hier bin ich.
Sollen wir dann in ungefähr einer halben Stunde oder so mal aufhören mit aufnehmen? Wieso? Ja. Dann kann Paper in Ruhe zu mir laufen. Paper? Jo. Weil ich muss auch noch Haare waschen, deswegen. So. Aber ich muss heute Morgen bei der Kälte-Kehrwoche machen, ey. Schade. Ja, nein, Sticks brauche ich keine. Da haben wir noch genug von. So. Und jetzt. Was, nur drei Schilder? Das ist doch nicht dein Ernst. Vier Schilder, schon viel besser. Paperster, was machst du da? Was? Darf ich nicht in der Gegend rumstehen? Das ist meine Bestimmung. Junge, du stehst da ganz stumpf in der Gegend rum. Das ist nicht deine Bestimmung. Ey! Hey, ihr Penner! Ja, dann gib mal Slashback ein. Deine Items schwimmen hier rum. Das kann ich gar nicht ab. Selber schuld. Junge, leg's nicht drauf an. Ja, ist ja gut, Mann. Hier schweben irgendwelche Schilder durch die Gegend. So wie in Wirklichkeit. Kennst du die Werbeindustrie? Was ich mache? Slash, ich cheat mir jetzt Schilder, ey. Ich crafte die danach und werf sie weg. Ist mir jetzt zu blöd, ey. So. Ganz klug. So, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, sollte die Lava hier jetzt nicht rauslaufen. Wenn die rausläuft, bist du am Anus. Da bin ich ein Notch seinem Anus. Muska. So, vom Theoretischen her wird's ja jetzt klappen. Nur ob's vom Praktischen her auch klappt, ist eine andere Frage. Wir haben gleich kein Cobblestone mehr. Toll, wie komme ich da jetzt runter? Ich sehe es jetzt schon kommen, dass ich mir die Glatze hier verbrenne. Schade. Na, du bist mal ganz ruhig, du machst ja gar nichts. Ich kann nur noch ein Stack Cobblestone. Tja, dann geh halt was abbauen. Ich brauche aber keinen. Toll. Jetzt wird's schwer für mich. Setz mich halt in Lava, ey. Ich hab dir doch gerade eben gesagt, geh da weg. Und jetzt würde ich erst recht mal weggehen, Passi. Wie komme ich wieder ins Dorf? / Warp Dorf. Ich hol mir dann mal ein bisschen Fleisch und geh töten. Oh, Creeper. Stimmt. Creeper. Bam. Boah, verreck. Schnell weg. Scheiße. Schnell. Die Fackel. Bitte keine Kraftausdrücke. Stirb gleich, hier kommen Monster rein. Nein. Okay, T-Slash weg. Nein. Du bist so schlecht, weißt du das eigentlich? Ich weiß, schlechter geht's nicht. Oh, stirb doch! Was, du willst sterben?
Ey, Junge! Jetzt habe ich es gerade geschafft. Warum hast du überhaupt noch in unsere Mauer reingehauen? Wir konnten die ganzen Viecher hier reinkommen. Das waren sie auch, aber ich habe sie jetzt alle wieder getötet. Irgendwas wollte ich hier noch im Haupthaus machen. Okay, das Haupthaus ist jetzt soweit fertig, man kann es halt noch von innen einrichten. Das sieht ganz gut aus. Oder? Ja, ich kann gerade nichts machen, denn der Typ ist hier am Rumspacken. Gucken, wie es im Weiten aussieht. Alter, hör jetzt mal auf, hier rumzuspacken, du kleiner... Alter. Der Typ ist ja schlimmer am Rumspacken als deine Alte, wenn sie ihre Tage hat, ey. Ja, toll, noch mehr Leben kann ich nicht verlieren, da ich eh schon halb tot bin. Boah, wie groß das Haus ist, ey. Ist das Haupthaus ein riesiges Gebäude hier drin? Ja, komm, komm. Ja, komm, bring mich um. Nein. Hör auf. Ja, toll, danke schön. Slash back. Was? Slash back? Ach, ja. Meine Güte, du regst auf, dreckiges Skelett. Alter, hör jetzt mal auf. Aha, ausgetrickst. Ich erweitere die Baumfang gleich, indem ich eine Gebäude hier abreiße. Portal wird nun abgerissen. So, hab nur einmal kurz die Super Pickaxe angemacht. Obsidian schön einsammeln. So, zack. Verleg das gleich in ein passenderes Gebäude. Dann kann ich die Baumfarm nämlich auch erweitern, weil die Pilzfarm versetzen. Okay, die Monsterfalle funktioniert soweit eigentlich. Also, okay. Aber ich glaube, diese Viecher spawnen nur noch nach, wenn man in die Nähe kommt, irgendwie. Das kann ein bisschen nervig sein, wie bei mir jetzt, na toll. Oh, Trottel, geh auf den Stein da hoch. So, 25 Torches. Ja, kommt. Bekriegt euch da, ihr kleinen Viecher. Gibt gar kein Holz mehr, müssen wir neues holen. Oh, warte, ich glaube, wir versetzen das Lager um ein. Aber das kann ich ja nach und nach machen, die ganzen Rohstoffe übertragen. Weil ich kann jetzt ein größeres Gebäude machen, damit wir ein bisschen mehr Platz in dem Lager haben. Dafür wäre ich auch. Das kommt dann fast direkt neben das Haupthaus. Die größte Monsterfalle, die ich jemals gebaut habe, gerade. Ich schau sie mir gleich mal an. Vor allem ist die umständlichste, die ich jemals gebaut habe. Paper, willst du dann gleich mal loslaufen? Wie spät? 14.50 Uhr. Ja, hab noch Zeit.
Haben wir zufällig noch Erde? Ach, Paperstack, komm mal kurz her und sammle mal kurz die Items bitte ein. Welche? Ja, komm mal zu mir. Wo bist du überhaupt? Ja, TP doch einfach. Ja, ich bin gerade dabei. Du musst einfach ein TPE eingeben. Ah. Ah. Ach so, was ist da passiert? Ich hab das Haus gerade abgerissen, jetzt sammel ein. Welches war das jetzt? Das Portalhaus. Hier kommt dann das neue Lager hin. So, ich bin mit der Monsterfalle erstmal fertig. Die ist noch nicht ganz fertig, also die Dorfanbindung fehlt noch, aber das mache ich dann irgendwann anders. Alles klar. Kannst du gleich gucken, wo das Lager dann hinkommt. Apropos Lager, ich muss jetzt eh erstmal was einlagern gehen. Warum habe ich die ganzen Mushrooms? Brauchst du gerade Mushrooms ernten, oder? Nein, ich habe ja, dank Passi habe ich wahrscheinlich die ganzen Mushrooms da. Was? Ich habe deine ganzen Mushrooms im Inventar, ey. Mushrooms? Pilze, Mann. So. Hey, was kommt hier unten rein? Keine Ahnung. Also, wo soll das neue Lager hin? Ja, wo ich baue gerade die Grundmauern. Okay. Also, dann können wir die Baumfarm etwas erweitern. Spinni. Ich sammle mal das ganze Holz ein. Das ist nämlich gerade zurzeit sehr wertvoll für uns. Okay. Irgendwas, ich überlege gerade hier, ob ich hier zwischendurch vielleicht eine Anbindung direkt vom Haupthaus machen. Dann wäre es ein riesiges Gebäude. Würde aber auch wieder viel Holz kosten. Ja, aber machen wir das dann in der nächsten Aufnahmesession, wenn wir mehr Zeit haben. Können wir heute Abend aufnehmen oder so. Aber ob ich jetzt so oder so baue, ich will erst mal kurz überlegen, wie ich das da hinbaue, ob ich hier. Ja, komm, bind's ans Haupthaus an. Das ist ein volles riesiges Gebäude, Mann. Das sieht dann voll geil aus, bestimmt. Na, also, nee, ich weiß nicht. Ich baue dann. Nur, oder? Ich muss eh noch ein bisschen was einschmelzen gehen. Okay. Nee, ich baue jetzt zwischen, dann baue ich die Pilze zwischen dem Hauptgebäude und dem Lager. Oder ich erweitere die Baumfarm. So, kommt wieder ein bisschen Eisennachschub. Wir haben viel zu wenig Eisen, ey. Übel, ist mir auch schon aufgefallen. Es sind gerade mal 8 Stacks. Hammer, viel zu wenig. Ja, waren wir total faul. Gell, Passi? Hm? Also, ich würde mal sagen, beenden wir dann hier mal die Aufnahme. Augenblick. Weil ich muss, wie gesagt, noch Haare waschen gehen. Du mit deinen fettigen Haaren, ey. Ja, ich bin so ein fetter RTL-Gamer, ey. Ah, sorry, ich meinte natürlich LTR-Gamer. Auf jeden. Immer dieses Unterschichten-Fernsehen. Augenblick. Ich kann's alles. Was lässt du hier alles liegen? Ich will nur kurz ausheben. Ich hab grad gedacht, Passi hat eine Diamant-Ding an. Diamantrüstung, weil das von dem blauen Oberteil so aussah. Ach so. Er hat einfach nur Diamanten geklaut, so jetzt. Starten wir hier in den Grundfesten. Okay, verabschieden wir uns da in den Dingern drin, so. Also wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute, wenn es wieder heißt, Together Minecraft, mein Name ist Project Key und X-Rides und Baywatch 1. Genau. Tschö. Tschö. Dann halt nicht.